Heute geht es um das Thema holistische Zahngesundheit. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du bestimmt, dass ich mit einer wunderbaren holistischen Zahnärztin zusammenarbeite, nämlich mit Dr. Meddent Karin Bender-Gonsa. Und sie hat mir persönlich bei zwei größeren Baustellen in meinem Zahnbereich helfen können, und da habe ich heute einen Erfahrungsbericht auf Video abgedreht, weil ich da einfach so dankbar um diese Erfahrungen bin, um diese Hilfestellung vor allem, die ich von Karin da bekommen habe, und dachte, das ist bestimmt auch für dich interessant, und deshalb veröffentliche ich gerne dieses Video auch hier auf dem YouTube-Kanal und hänge das jetzt einfach hier hinten an. Ich wünsche dir viel Freude dabei und wir sehen uns ganz bald hier wieder auf meinem Kanal. Alles Liebe, eine herzliche Umarmung, bis ganz bald. Tschüss. Ich hatte gleich zwei größere Baustellen, als ich Karin kennenlernte, und da möchte ich jetzt heute mal dir berichten, Erfahrungsbericht mit dir teilen, was sich da Großartiges bei mir getan hat, was Großartiges da einfach in die Heilung gekommen ist. Und zwar hatte ich hier unten rechts mit zwei Backenzähnen ein Thema, wo ich immer Schmerzen hatte, wo es auch so, ja, gedroht hatte, dass die gezogen werden müssen, und ganz hinten links, der letzte Backenzahn, der musste leider schon gezogen werden vor einigen Jahren. Da steckte auch noch ein ganz heftiges Traumata dahinter, auch das konnte ich lösen, da werde ich dir auch noch gerne von berichten. Und da hatte ich aber immer noch so einen Phantomschmerz, also Zahnfach leer, Zahn war gezogen, aber ich hatte immer noch so einen Phantomschmerz. Und es ist ja nun mal so, dass man grundsätzlich, ich spreche jetzt erstmal von der seelischen Ebene, was ich da gemacht habe mit der Hilfe von Karin, und dann auch von der körperlichen Ebene, dass man grundsätzlich die Symptomatik unterscheidet zwischen Oberkiefer und Unterkiefer. Der Oberkiefer steht grundsätzlich für Themen aus der Vergangenheit, aus früheren Leben, um es mal so auszudrücken. Und der Unterkiefer, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, steht für das jetzige Leben, also für das Hier und das Jetzt. Das heißt, meine beiden Zähne unten rechts, der eine Zahn steht für die Ich-Persönlichkeit, für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Lebensaufgabe und für die Existenz eben auch. Und das war gerade so zu dem Zeitpunkt auch ein ganz, ganz große Herausforderung für mich, weil ich mich einfach mit beschäftigt hatte, komplett in die Selbstständigkeit zu gehen. Dann kannst du dir vorstellen, dass dann natürlich auch Existenzängste aufkommen. Und so hat sich das in diesen beiden Zähnen da einfach wieder gespiegelt, durch Schmerzen eben. Und das, ich fand das so total spannend, wie ich wirklich Lebensthemen deuten kann über Symptome von meinen Zähnen hier anhand von Schmerzen. Das geht natürlich auch noch weiter mit Fehlstellungen, Zahnfehlstellungen oder wenn man hier vorne eine Lücke hat oder unten eine Lücke zwischen den Zähnen. Das hat alles also eine energetische Bedeutung. Du kannst jedem einzelnen Zahn nochmal ein spezielles Thema zuordnen und dann unterscheiden. Oberkiefer, das ist Bereich, ich sage jetzt mal, früheres Leben, karmisch bedingt, könnte man auch sagen, und Unterkiefer betrifft das jetzige Leben. Und dann unterscheidet Karin auch nochmal zwischen linkem Bereich und rechtem Bereich. Der linke Bereich steht grundsätzlich für Themen aus der weiblichen Energie heraus. Die weibliche Energie, die steht ja dafür im Leben, für die Intuition, für die Wahrnehmung, das Thema Gefühle. Und die männliche Seite, die steht für, ja, auch als Frau seinen Mann im Leben stehen, kraftvoll voranschreiten. Wir haben, jeder von uns, ob Mann oder Frau, zwei Seiten in uns, einmal die weibliche Seite und einmal die männliche Seite. Wir haben ja auch eine weibliche Ahnenreihe, eine männliche Ahnenreihe. Und deshalb kann man da einfach unterscheiden, linke Seite, Thema Weiblichkeit, rechte Seite, Thema Männlichkeit. Und bei meinen Themen bin ich einfach, ja, hier Existenzzahn, rechte Seite, ging ja sinnigerweise darum, kraftvoll meinen Weg zu gehen, also auch als Frau meinen Mann im Leben zu stehen.
und linke Seite dieser Phantomschmerz, der ja einfach noch da war. Der Zahn war gezogen, aber das Zahnfach ist ja noch da. Also so gesehen ist dieses energetische Thema ja nicht aufgelöst, indem der Zahn gezogen wurde. Und da gab es einfach noch ein Thema, was mit meiner weiblichen Linie zu tun hatte, was mit meiner Mutter zu tun hatte, wo es einfach da ja in die Heilung gebracht werden sollte oder durfte. Genau, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe da mit der ganz besonderen Meditation von Karin oder mit Karin gearbeitet, mit dieser Meditation quasi auf energetischem Weg Kontakt zu den Zähnen aufgenommen, also einmal hier in diesem jetzigen Bereich, sprich männliche Energie und natürlich auch hier, wo dieser Phantomschmerz war und das natürlich nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und so konnte ich einfach ganz, ganz viele Themen, die sich dahinter nochmal verborgen haben, erkennen und auflösen und in die Heilung bringen. Und das fand ich so fantastisch, auf diesem Weg einfach mal ja, Zahnthemen anzuschauen, in die Heilung zu bringen, mich also da von dem Schmerz zu befreien, auch hier von dem Phantomschmerz und gleichzeitig einfach Lebensthemen zu erkennen und da ja, sich mehr auf seinen Herzensweg zu begeben, also nochmal Vertrauen ins Leben zu bekommen. Das war einfach so das, was mich so sehr an dieser holistischen Zahngesundheit, wie Karin sie ja jetzt erforscht hat und vermittelt, fasziniert hat. Das ist so die seelische Ebene, die spirituelle Ebene, könnte man auch, also die holistische Ebene gesehen, was ich da einfach gemacht habe. Was habe ich auf der körperlichen Ebene gemacht? Da war ich kürzlich nochmal so dankbar, dass ich ja, in der Richtung wirklich etwas geändert habe, denn ich habe in den Medien gesehen, dass da zurzeit Pressemeldungen durchgehen, wo man anscheinend Stuhlproben von Menschen untersucht hat auf Plastikrückstände, vor allem Mikroplastik und Plastikrückstände, und kam zu dem erschreckenden Resultat, dass in jeder Darmprobe Plastikrückstände zu finden waren. Und Plastik hat ja nun mal nichts in unserem Körper zu suchen. Und in der Zusammenarbeit mit Karin, mit ihren Anleitungen, habe ich mich davon verabschiedet, Plastik in meinen Mund zu lassen. Sprich, ich habe mich von meiner Plastikzahnbürste getrennt. Denn gerade über die Mundschleimhaut nehmen wir ja noch sensibler Plastik in unseren Körper auf, Plastikrückstände. Und das ist uns ja eigentlich bekannt, das wissen wir ja, dass Produkte, die in Plastik verpackt sind, diese klassischen Plastikwasserflaschen und anderes, dass da einfach ja Weichmacher und andere Stoffe an das Produkt abgegeben werden. Und wenn ich jetzt dreimal am Tag meine Zähne putzen und Plastik im Mund einfach habe, nehme ich das ja automatisch über die Schleimhäute auf. Also ich habe mich von meiner Plastikzahnbürste verabschiedet, habe aufgehört, aus einer Plastikzahntube Zahncreme mir auf die Plastikzahnpasta zu streichen und damit meine Zähne zu putzen. Vor allem kam mir auch noch eins dazu, wo Karin mir so die Augen geöffnet hat. Wenn man da auf der Rückseite schaut, was da drin ist als Inhaltsstoff, oder an Inhaltsstoffen, also ich kann das nicht verstehen. Ich lese da nur ja, chemische Formeln und lateinische Ausdrücke. Das hat für mich nichts mehr mit Natur zu tun. Und so lasse ich da ja auch nochmal Chemie in meinen Mund. Also da habe ich nach Anleitung von Karin wirklich meine Zahncreme, seitdem auch Zahnpulver, ich wechsle da immer, selbst hergestellt. Und das mit simplen und einfachen Mitteln. Und das geht so ratzfatz und simpel und schnell. Da braucht man gar nicht viel Zeitaufwand dazu und man spart natürlich auch letzten Endes noch Geld. Parallel dazu, als die Schmerzen einfach noch da waren, habe ich mit der Anleitung von Karin mit ätherischen Ölen gearbeitet. Ich hatte eine besondere Ölemischung. Ich habe aber auch im Hinblick auf den Schmerz zum Beispiel mit Nelke gearbeitet, mit Nelkenöl und habe... Ich habe ja eben von diesem Traumata erzählt, weil ich da ganz schlimme Erfahrungen hatte, als in der Kieferchirurgie, als dieser Zahn hier gezogen wurde. Aber auch konnte noch ein Kindheitstrauma entdecken. Da war ich so, naja, 7, 8 etwa, wo ich ein ganz schlimmes Erlebnis beim Zahnarzt hatte. Und da hat Karin mir auch noch eine ganz besondere ätherische Ölemischung ans Herz gelegt, mit der ich dann gearbeitet hatte, um dieses
Kindheitstrauma einfach aufzulösen. An das habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, nur so im Gespräch kam das einfach mal so auf, und als ich dann Karin davon erzählte, merkte ich plötzlich, wie mir ja noch Tränen in den Augen standen, als ich mich daran erinnerte, zurückerinnerte. Und dann ist klar, wenn eine solche Emotion noch damit einhergeht, dann ist auch im Zellbewusstsein dieses Traumata noch abgespeichert. Das heißt, es sitzt noch in einem, man ist nicht völlig frei einfach davon. Es hindert einen in verschiedenen Situationen. Genau. Und dann hatte ich auch noch ein Thema, gerade in diesem Bereich hier mit Zahnfleischbluten. Da hatte ich auch eine besondere Ölemischung von Karin als Empfehlung, mit der ich da gearbeitet habe. Und habe mit Zimt, mit dem ätherischen Öl Zimt gearbeitet, um dieses Zahnfleischbluten da einfach im Heilungsprozess, ja, zu unterstützen. Und dann noch was ganz, ganz Spezielles. Über Karin bin ich auf Zahnyoga gestoßen. Yoga, klar, kennt, denke ich mal, jeder, aber Zahnyoga sind ganz, ganz besondere Übungen, wo man das Meridiansystem anspricht. Meridiane kennt man aus der traditionell chinesischen Medizin, das sind Energiebahnen, die unseren Körper, ja, durchfluten, mit Energie versorgen und die natürlich in unseren Zahnfächern auch, unsere Zähne, unsere Zahnfächer mit Energie versorgen. Und da gab es einige Übungen, die wir gemeinsam gemacht haben, aber da gab es eine besondere Übung, wo es um den Milz-Pankreas-Meridian ging. Und diese Übung habe ich nicht hinbekommen. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht, aber ich habe diese Übung nicht hinbekommen. Und da war natürlich klar, in diesem Meridian fehlt enorm viel Energie. In dem Moment ist mir sofort auch meine Großmutter eingefallen, Pankreas. Sie war Diabetikerin. Milz ist mir sofort mein Papa eingefallen, der hatte mal ein Thema, kann ich mich als Kind erinnern, mit seiner Milz. Und dann habe ich für mich gedacht, nein, an diesen Krankheitssymptomen möchte ich mich jetzt nicht auch beteiligen. Ich sorge jetzt dafür, dass mein Milz-Pankreas-Meridian in Ordnung kommt, dass da die Energie frei fließen kann, dass mein Körper nicht weitere Symptome mir da wirklich schicken muss in Form von, ja, Krankheitsbildern oder was auch immer. Und so habe ich diese Übung, speziell diese Übung, natürlich auch immer und immer wieder gemacht, bis ich sie dann hinbekommen habe. Also ich kann es jetzt vor der Kamera leider nicht vormachen, hier gerade so auf die Schnelle. Ich bin immer wieder in diese Übung rein, habe es jeden Tag immer ein bisschen besser geschafft, bis diese Übung dann einfach auch mal wunderbar funktioniert hatte und ich so dann einfach wusste, okay, auch im Milz-Pankreas-Meridian kann jetzt die Energie frei fließen. Und das war übrigens auch der Meridian, der eben auch hier dieses Thema mit den Backenzähnen einfach tangiert hatte. Genau, also bis heute begleitet mich der Tagesstart mit Yoga für die Zähne, mit diesen ganzen Übungen, was so rasch, ratzfatz geht und so viel Freude macht und so viel Rückenstärkung und Energie einfach auch schenkt, einen anderen Start in den Tag einfach ermöglicht. Und ja, ich konnte mich von diesen Zahnthemen einfach lösen. Genau, was mache ich noch, was habe ich noch von der Karin übernommen? Gewisse Massagetechniken, auch in unseren Fußsohlen befinden sich ja auch gewisse Energiepunkte, Massagepunkte, Meridiane, die man da einfach unterstützen kann, stimulieren kann durch besondere Massagetechniken. Und da hocke ich einfach auch schon mal so, ja, wenn wir abends zusammen auf der Couch hocken, im kleinen familiären Kreis natürlich oder ich alleine, und massiere dann, das ist mir oftmals gar nicht so bewusst, einfach mal so gewisse Punkte an den Fußsohlen und unterstütze so einfach, ohne zusätzlichen Zeitaufwand noch zu haben, mein Meridiansystem und halt meine Zahngesundheit da einfach in Ordnung. Und noch etwas, wo ich auch dankbar bin, um die Anleitung von Karin, meine Tochter ist zurzeit in Abiturvorbereitung, die macht nächstes Jahr im Frühjahr Abitur. Und ja, wie der Volksmund einem schon mal sagt, ich muss auf die Zähne beißen oder beiße auf die Zähne und halt durch. Das ist zwar jetzt nicht ein bewusstes Thema bei meiner Tochter oder zwischen uns irgendwie, aber es gibt ja dann doch einige Herausforderungen zu meistern. Man möchte doch ein gutes Abitur hinbekommen und es gibt einfach da viel zu tun. Und dann beißt man natürlich auch schon mal unbewusst auf die Zähne, was bei ihr wohl auch der Fall war, das heißt, sie hatte Probleme mit dem Kiefergelenk, hatte da auch Schmerzen. Was wäre der übliche Gang gewesen? Natürlich zum Zahnarzt oder Kieferchirurgen. Und
unter Umständen auch mit der Folge dann eine Schiene zu tragen nachts. Und dann wäre ja auch nochmal das Thema Plastik im Mund ein Thema gewesen. Und so konnte ich ihr mit dieser Technik von Karin, wie sie es gezeigt hat, mit ganz simplen und einfachen Mitteln, nämlich mit einem Physiotape, rechts und links den Kiefer stützen, was sie nachts einfach über eine Weile gemacht hat. Im Moment ist es kein Thema mehr. Ich glaube, so über 2 Wochen etwa hat sie dieses Physiotape benutzt, nachts, und konnte sich so von ihren Kiefergelenksproblemen verabschieden. Das ist doch genial, wie man auf simple, einfache Art und Weise, wenn man einfach mal weiß, wie, wenn man so die Anleitungen hat, das selbst sich eben heilen kann und unterstützen kann, den eigenen Zahngesundheitsprozess in Gang setzen kann und zudem einfach auch noch Lebensthemen lösen kann, in die Heilung bringen kann. Genau, das wollte ich einfach so mal als ganz persönlichen Erfahrungsbericht von mir mit dir teilen. Und wenn du jetzt einfach mal neugierig geworden bist, du interessierst dich ja auch für die holistische Zahngesundheit, welche Botschaften deine Zähne dir vermitteln möchten, was genau du an Thema jetzt hast, was es anzuschauen gilt, was in die Heilung gebracht werden möchte oder dich einfach auch mal von Chemie im Mund distanzieren möchtest und auch dein ganzes Energiesystem einfach mal unterstützen möchtest, dann klick jetzt gerne hier unter dem Video auf den Link, da findest du weitere Informationen und ja, hast eine ganz besondere Möglichkeit, auch deine Zahngesundheit holistisch gesehen auf ein neues Level zu bringen. Ganz, ganz liebe Grüße, eine ganz liebe Umarmung von mir. Das war die Irmgard Bronda. Tschüss!